Rangers zu einer neuen Folge in Minecraft. Heute geht's ran an das Häuschen von Mascha, vom Mascha und der Bär. Wurde sich ja gewünscht und hier kommt's jetzt. Aber bevor wir losgehen, wollten noch welche gegrüßt werden aus der letzten Folge. Hallihallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Natürlich auch jeder anderes, wie immer, willkommen hier. Und ich würde sagen, jetzt kann's losgehen. Nehmen wir ein paar Blöcke und bauen das Haus für Mascha. Für Maschas Häuschen holen wir uns heute mal ein bisschen Diorit raus. Davon nochmal die Treppen, ein paar Birkenholztreppen sind dabei, davon noch die Blöcke. Holen uns ein bisschen gelben Beton raus, dann noch ein bisschen gelbe Wolle, dann ein paar glatte Steinstufen, rosa Keramik und hellgrauer Beton. So, zuallererst geht's wie immer an unseren Grundriss. Wir nehmen mal unsere Dioritblöcke und ziehen uns erstmal ein schönes Viereck. Da machen wir die Vorderseite auf eine Länge von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Blöcke. Und nach hinten gehen wir dann noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Also wie ihr seht, wir haben ein schönes Viereck, wo auf jeder Seite 15 Blöcke sind. Sobald wir unser Viereck dann einmal ringsherum gezogen haben, können wir darauf dann noch einmal unsere Treppen platzieren. Sobald wir die Treppen dann einmal noch ringsherum gezogen haben, geht's ran, dass wir schon gleich einmal, sag ich mal, uns die Treppe basteln, wie wir dann auch später ins Haus kommen. Wir nehmen mal unsere Birkenholzblöcke und suchen mal die Mitte. Wir haben an sich eine Dreiermitte, das heißt auf jeder Seite sollten wir noch so um die 6 Blöcke haben. Können wir zählen, 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Andere Seite auch 6, wunderbar. So, dann machen wir hier ja eine Dreierfläche, Zweierhöhe und können die Mitte einmal in die Treppen reinhauen. Jetzt gehen wir noch nach vorne und setzen uns da einfach zwei weitere Treppenreihen hin. An der Seite, wo noch ein Loch ist, setzen wir einfach unseren Block hin. Sobald wir das denn geschafft haben, wollen wir jetzt auch unser Mauerwerk draufsetzen. Da sehen wir jetzt an sich eine Höhe von 5 Blöcke und machen die im Wechsel von unserem Beton und Wolle einmal hin. Sobald wir dann unsere Wände hier einmal ringsherum gezogen haben auf eine 5er Höhe, können wir jetzt anfangen, da jetzt an der letzten Betonreihe noch unsere glatten Steinstufen einmal hier komplett ringsherum zu setzen. Sobald wir unsere Stufen dann hier einmal rumgesetzt haben, wollen wir jetzt schon das Dach aufsetzen. Da machen wir erstmal ein ganz normales Pyramidendach. Und wenn ich sage Pyramidendach, ist es wirklich wie eine Pyramide, dass wir hier Schicht um Schicht uns einmal erhöhen. Wir kennen das Prinzip. Das wollen wir jetzt erstmal auf eine Höhe machen von insgesamt 5 Etagen. Können wir mal kurz gucken. 1, 2, 3, 4 und noch eine müsste ich mir machen. So, 5 Stück. So, die können wir uns dann hier einmal komplett erstmal einmal ringsherum setzen. Und sobald wir dann unsere 5 Reihen hier einmal hochgesetzt haben, können wir die letzte Reihe hier einfach mal komplett zuziehen. Sobald wir das denn hier einmal schön zugezogen haben, wollen wir jetzt auch das Dach noch bearbeiten. Erster Schritt, finde die Vorderseite. Die befindet sich da, wo wir unsere Treppen haben. Dann fliegen wir einmal aufs Dach und suchen mal hier die Mitte raus. Wir haben immer halt so eine schöne Dreiermitte, so dass wir an der Seite hier jetzt oben an der letzten Platte noch jeweils 3 Blöcke haben. Dann setzen wir einen Dreier hin. Dahinter könnt ihr dann hier so einen 5er euch gleich mal hinsetzen und an den 5er so schräg davon setzen wir wieder einen 5er hin, dann wieder hier so schräg davon einen 5er hin und nochmal einen 5er. Sobald wir das haben, können wir auf der Rückseite auch wieder hier an der Kante einen 3er setzen. Danach können wir hier oben die Reihe komplett wieder einmal zuziehen. Sobald wir das denn hier oben zugezogen haben, sind wir noch nicht fertig mit dem Bearbeiten. Jetzt geht es weiter, dass wir jetzt hier einfach mal an der nächsten Fläche hier vorne immer auf jeder Seite hier nochmal 5 weitere Blöcke uns einmal ransetzen. Das machen wir hier immer wieder. Wir können hier auch gerne immer das Maß hier oben nehmen und sehen, perfekt, getroffen und wieder hier auf 5 Blöcke hin. So, das machen wir auf allen 4 Seiten und sobald wir das haben, sind wir noch nicht fertig. Denn nun geht es daran, dass wir wieder die nächste Ebene nehmen zum Bearbeiten. Diesmal ziehen wir eine komplett weite Reihe hin, sodass wir hier in der Ecke immer nur diesen einen Block noch so frei haben. Das heißt, hier setzen wir das einfach mal so lang. So, nächste Reihe auch wieder einmal so lang und so ziehen wir das hier einmal ringsrum. Und sobald wir das denn hier einmal ringsrum gezogen haben, kommen wir jetzt noch zu unseren Dachfenstern. Da fliegen wir jetzt mal hier auf die Seite, wo wir mal diese Zweier haben. Suchen mal die Mitte, setzen uns 3 hier mal so darüber und an den Seiten jeweils nochmal ein. Danach könnt ihr gerne das hier schon mal in der Mitte freihauen und das machen wir eigentlich auf jeder Seite. Wir fliegen hier hin, suchen uns die Mitte, setzen 3 Blöcke hin, 2 an den Seiten und freihauen. So, das machen wir natürlich hier auf jeder Seite. Und sobald wir das dann geschafft haben, bleibt noch ein Block übrig und zwar unser grauer Beton. Den wollen wir nehmen für einen Schornstein. Und der Schornstein befindet sich, wir gucken mal am besten immer von der Vorderseite. Und zwar hinten links bei unserem Dach. Da fliegen wir mal hin. Sind auf der Rückseite. Und dann würde ich sagen, wenn wir hier so von oben gucken, platzieren wir den Schornstein am besten hier in dieser Ecke. Den machen wir jetzt auf eine Höhe von insgesamt 4 Blöcke. Das reicht völlig aus. So, jetzt geht es daran, dass wir uns wieder neue Blöcke rausholen. Wir holen uns erstmal abgezogene Fichtenholzblöcke raus, die ohne Rinde und Jahresringe.
Dann holen wir uns noch ein bisschen ein paar Fichtentüren raus. Davon die Treppen sind dabei, Stufen und Falltüren. Dann holen wir uns noch ein paar Eichenfalltüren raus, Blumentöpfe, Steinblöcke und davon nochmal die Treppen. So, kommen wir erstmal zu unseren Baumstämmen. Ich würde die gleich mal dafür nutzen, um unsere Türen reinzubasteln. Wir wissen ja, wir haben hier die Treppen. Und dahinter können wir hier eigentlich so ein 3x3-Feld einfach mal hier so freihauen. Setzen unsere Baumstämme da einmal hin, können die Tür einmal reinsetzen und eine Treppe oben drauf. Und da fällt mir auf, wir haben was vergessen. Wir können gerne mal den Baumstamm mal austauschen, nochmal durch eine Keramik und setzen hier noch so ein kleines Vordach rüber. So, so sieht das doch gut aus. Okay, sobald wir das geschafft haben, geht's jetzt ran an die Fenster. Von der Tür aus lassen wir zwei Blöcke Platz und schlagen uns ein 2x3-Feld hier einmal frei. Das ist das Maß von jedem Fenster, was wir auf jeder Seite machen. So, andere Seite auch, zwei Blöcke freilassen und so ein 3x2-Fenster reinsetzen. Wenn wir die geschafft haben auf der Vorderseite, geht's mal an die Seiten. Diesmal lassen wir drei Blöcke Platz und schlagen uns wieder so ein Fenster rein. So, andere Seite auch, drei Blöcke Platz lassen und wieder solch ein Fenster rein. Und in der Mitte haben wir noch fünf Blöcke. So, jetzt gehen wir auf die Rückseite und machen genau das gleiche Maß. Also drei Blöcke Platz lassen, Fenster reinhauen, dann fünf Blöcke Platz lassen, aber ich gucke mal lieber von der Seite. So, drei Blöcke und hier wieder mein Fenster rein. So, dann machen wir noch eine Seite, wieder drei Blöcke Platz lassen, Fenster rein und andere Seite genau das gleiche Spiel. Sobald wir das geschafft haben, wollen wir jetzt die Fenster auch ein bisschen mehr bestücken. Wir nehmen mal am besten nur unsere Stufen, setzen ein paar Stufen unten hin, ein paar ganz oben und dann würde ich sagen, von der oberen lassen wir eine Stufenreihe Platz und hier nochmal die Stufen hin. Und wenn ihr fleißig sein wollt, nehmt ihr am besten auch gleich ein paar Falltüren und setzt die an den Seiten von unserem Fenster einmal hin. Und wenn wir das dann bei einem haben, müssen wir es noch bei den anderen machen. Da fällt mir gerade noch auf, bevor ihr jetzt alle Fenster macht, fliegt mal auf die linke Seite. Hinten bei diesem Fenster bräuchten wir eigentlich gar kein Fenster setzen, weil wir ja später hier noch gleich den Waggon anbasteln. Von daher müssten wir dieses Fenster nochmal einfach mal zubauen. So, denn hier setzen wir jetzt gleich unseren Waggon an. Aber vorher wollen wir noch was anderes machen, und zwar unsere Dachfenster bestücken. Da setzen wir einfach an den Seiten zwei Treppen hin und in der Mitte die Stufe. Sobald wir die Fenster denn hier oben auch fertig haben, geht es noch an, dass wir die Eichenfalltüren benutzen. Die möchte ich mir gerne als Geländer machen vorne bei unserer Treppe. Da geht ihr einfach ran und setzt die hier einfach mal ran. So, da müssen wir natürlich noch mal hier eine setzen. Wunderbar. Und andere Seite genauso. Sobald wir das denn hier geschafft haben, bleiben erstmal noch die Blumentöpfe übrig. Die möchte ich mir gerne verwenden, um die mir einmal auf den Schornstein zu platzieren. So, als nächstes beginnen wir jetzt schon mit dem Waggon. Da nehmen wir mal unsere Steinböcke, fliegen mal auf die hintere linke Seite, da wo wir unser Fenster wieder zugebaut haben, was zu viel war. Und dann lasse ich mir von unten so drei Blöcke Platz und setze mir dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Steinblöcke einfach mal hin, also 8 Stück. Und sobald wir die haben, nehmen wir unsere Steintreppen und setzen die hier einmal umgedreht, überall einmal ringsrum. Sobald wir das fertig haben, brauchen wir wieder neue Blöcke. So, weiter geht's, dass wir uns nochmal glatte Steinstufen rausholen. Ein bisschen grüner Beton ist dabei, denn rote glatte Sandsteinstufen, davon nochmal die Treppen. Dann holen wir uns ein paar Eisengitter einfach mal raus. Dann holen wir uns noch bemooste Bruchsteintreppe mal raus. Eine Eisentür ist dabei. Und als Glas heute empfehle ich dir weiße Glasblöcke und davon dann auch bitte die passenden Scheiben. Die Farbe kann sich aber ändern, kommt auch an, was dir am besten gefällt. So, beginnen wir erstmal mit unseren Stufen. Die wollen wir hier einmal ringsrum an unsere Steintreppen einmal platzieren, die wir hatten. Komplett die Eimer überall einmal ringsrum. Und danach geht es schon ran an unseren grünen Beton. So, den platzieren wir auch hier einmal an der Wand. Und dann hier einmal komplett auf unseren Stufen. Außer die vorderste Reihe, da brauchen wir es nicht. Die lassen wir einfach so überstehen. So, die Höhe von unserem Beton machen wir am besten auf eine 4-Blockhöhe. Und können das hier überall an den Seiten einmal zuziehen. So, ich habe mir schon bewusst die Seiten hier so ein bisschen offen gelassen, denn wir wollen hier noch ein paar Fenster reinsetzen. Und zwar einfach so, dass wir an der Seite immer einen Block lassen, also eine Blockreihe lassen, dann holen wir uns so ein Zweierfenster rein, wieder Block hin und Block hin. So, dass wir insgesamt halt auf jeder Seite vier Fenster haben. So, andere Seite machen wir es dann auch nochmal. Und sobald wir das dann hier einmal überall reingesetzt haben, können wir auch gleich, wer möchte, schon gleich die Glasscheiben reinsetzen. Sobald wir das mit den Glasscheiben fertig haben, können wir noch unsere Eisengitter mal verbauen. Da platziere ich mir hier an den Seiten hinten auf beiden Seiten zweimal Eisengitter. In der Mitte schlage ich mir mal drei Blöcke frei. Oben setze ich mir meine bemooste Treppe mal hin und rein dann einfach noch die Tür. So, jetzt wollen wir natürlich noch das Dach einmal raufsetzen. Dabei nehmen wir unsere Sandsteinstufen und Treppen.
An der Seite beginnen wir dann erstmal hier mit einer Stufenreihe. Gleich danach nehmen wir wieder eine Stufenreihe und wir können das gerne auch gleich schon einmal überstehen lassen. So, andere Seite ziehen wir das einmal nach. Wunderbar. Und in der Mitte oben möchte ich mir eigentlich, sage ich mal hier, ich setze mir erstmal drei Blöcke hin. So. Und hier vorne anecken mache ich mir einfach, ja, drei umgedrehte Treppen hin. So, und hier oben könnt ihr dann entweder nehmt ihr Blöcke oder Stufen, ups, nicht so, sondern so, hier schön glatt ran. Und dann ziehen wir das hier einmal zur Wand. Sehr schön. So, so könnte man es jetzt lassen. Oder, wir holen uns noch rote Sandsteinstufen mal raus, diese normalen, also nicht die glatten. Und dann können wir, würde ich mal sagen, an der Seite einfach zwei Stufen Platz lassen. Und dann können wir die mal austauschen durch diese ganz normalen Stufen, damit das hier, sag ich mal, ist, als ob das Dach hier irgendwelche Platten noch hat dazwischen, um das ein bisschen stabiler zu machen. Und das kannst du dir gerne in ihr einmal komplett hier rüberziehen. So, andere Seite ziehen wir es dann einfach hier nach. Und dann würde ich das halt nochmal machen, so dass wir einfach mal zwei Blöcke Platz lassen. Und dann setzen wir hier wieder die Stufen einmal hin. So, wunderbar. Und dann sieht das doch gar nicht mal so schlecht aus. Ja, da fehlt nur noch eine Sache. Und zwar, unsere Glasblöcke müssen wir natürlich noch einmal im Haus platzieren. Also, überall, wo du siehst, müssen Glasblöcke hin, setzt du die auch nochmal hin. Sehr schön. So sieht es dann natürlich fertig aus mit den Glasblöcken. Und dann sind wir auch mit Maschas Häuschen fertig. Jetzt ist natürlich nur noch die Frage, wie kann man sich das einrichten? Ich würde mal sagen, wir stellen uns einmal kurz vor die Tür hin. Und wenn wir sie dann aufmachen, ist das Haus eingerichtet. Und wir können uns das mal angucken. Ja, bei Mascha dachte ich mir am besten, dass man erstmal reinkommt. Man hat eine schöne große offene Küche hier, wo Mascha sich natürlich immer noch was zu essen machen kann, wenn sie Hunger hat. Wo natürlich auch ein paar Kekse dabei sind. Oder auch eine kleine Essecke noch. Aber was natürlich wichtig ist, ist ihr Kinderzimmer. Das darf natürlich nicht fehlen und muss natürlich schön groß sein, damit sie auch immer schön spielen kann. Kinderbettchen dabei, Kleiderschrank und natürlich eine Menge Spielzeug ist dabei. Und natürlich alles in rosa, weil Mascha mag ja rosa. So, und das ist natürlich noch nicht alles. Wir haben ja auch noch einen Eisenwaggon. Den wollen wir uns natürlich auch noch angucken. So, da können wir auch einfach hier unseren Graspfad ein bisschen folgen. Und am Waggon ist auch noch ein Schild, wo Moskau, Alaska steht. Kann man ja auch noch gerne machen, wenn man es möchte. Aber ansonsten kann man auch noch in den Waggon rein. Und den habe ich ganz klassisch gelassen, wie man den so kennt. Ne? Mit ja, ein paar Sitzen und ein paar kleinen Tischen. Damit man jetzt, wenn man auf Reisen gehen will, auch sich gut bequem hier hinsetzen kann. So, und das ist denn Maschas Häuschen. Wir sind wie immer jetzt am Ende der Folge angelangt. Mascha kann jetzt in Minecraft, ja, sich, sag ich mal, wohlfühlen. Sie hat ihr Häuschen, jetzt kann sie loslegen mit unserem Bären, natürlich ihre Abenteuer zu leben, wieder die Welt zu erkunden. Und dann würde ich sagen, bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen, wünsche dir viel Spaß beim Nachbauen und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss.